Viele haben mittlerweile schon ganz gute Mechanics, können allerdings nicht gut fighten. Dementsprechend werden wir heute in diesem Video klären, wie man gut fightet in Fortnite. Und vertraut mir, das wird wirklich jedes Baby verstehen. Manchmal sind es nur die kleinen Sachen, die einen Fight zum Schluss ausmachen. Wenn ihr das alles richtig anwendet, was ich euch heute zeigen werde, könnt ihr wirklich mal ein richtig krasser Spieler werden oder sogar eventuell ein Pro. Das ist Teil 2 der Daily Practice Reihe. Um das ganze Format zu unterstützen, würde es mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben geben könntet. Zudem kommt jeden Tag ein Video online zu dieser Practice Reihe. Dementsprechend abonniert auf jeden Fall den Kanal und aktiviert die Glocke, um diese Videos dann nicht zu verpassen. Jetzt würde ich aber auch schon sagen, wir starten rein in das Video und Abfahrt. So, meine lieben Freunde, wie fightet man in Chapter 5 oder allgemein, wie fightet man, wie beginnt man fighten, alles drum und dran. Wir erklären alles in diesem Video und ich würde direkt sagen, wir fangen, wie gesagt, damit an, wie man überhaupt einen Fight startet. Also in den meisten Situationen ist irgendein Team boxt oder sonstiges. Also ich glaube, jeder hat das am Tag so unglaublich oft, dass irgendein Gegner boxt ist oder so. Und ich zeige euch jetzt halt direkt den, sage ich mal, besten Trick, was man da machen kann. Und das mache ich halt auch schon ganz lange. Also das ist wirklich das Beste, was man dort machen kann. Das ist eigentlich relativ simpel. Zum Beispiel, wenn dort oben keine Cone ist, könnt ihr erstens so eine Cone placen. Ihr müsst aufpassen, dass ihr nicht hier eine baut. Das wäre Verschwendung. Ihr müsst schön ruhig bleiben und dort dann eine placen. Und natürlich ist es jetzt auch dumm, wenn ihr die so placed. Davor am besten, maybe, könnt ihr es noch so machen. Weil wenn ihr das so baut, habt ihr einen Right Peak. Zu den ganzen Peaks kommen wir gleich. Merkt euch die ganzen Peaks. Und somit können die Gegner euch nicht hitten, wenn ihr da so offen steht. Ich meine, guck mal, wie soll der Gegner euch da sehen? Also ist auf jeden Fall smart. Dann ist es immer positiv, maybe hier noch eine Box generell rumzubauen, wenn ihr genug Mets habt. Nur wenn ihr genug Mets habt, dann könnt ihr den Gegner so aufsprayen. Ihr habt immer noch White Peak, alles drum und dran. Könnt das so machen, könnt so machen, habt kompletten White Peak, alles drum und dran. Könnt den Gegner so holen. Wenn das schnell gehen muss, mal mache ich das auch meistens so, dass ich instant so mache, Pickaxe einmal so, zack, zack. Weil der Gegner, also die meisten Gegner machen direkt die Box auf, nachdem du einmal gepickaxed hast. Andere Sachen, die du auch machen kannst, ist beispielsweise von oben oder so zu gehen. Also wenn du jetzt quasi oben bist und du siehst, der Typ hat sich hier boxt, maybe hat er noch eine Box gebaut, keine Ahnung. Ist auch relativ egal. Warte mal, ich baue die Treppen nochmal raus, sonst funktioniert das nicht. Die meisten Gegner haben sich nämlich immer so geboxt. So ist es relativ einfach für dich, diesen Gegner unter Kontrolle zu haben. Denn das nächste Wichtige ist auch schon, den Gegner zu lesen. Wenn ihr den Gegner lesen könnt, habt ihr so einen krassen Vorteil im Gegensatz zu dem Gegner. Beispielsweise könnt ihr jetzt erstens oben die Cone replacen, alles drum und dran, dann kann er schon mal oben kein Double-Ed auf euch machen. Also die meisten machen den Fehler, jumpen hier dann runter, zack. Und die Wall-Pick-Action, wenn ein Fullbox von dem, der macht ein Fenster White-Pick hier auf euch auf und zack. Fullbox, ihr kriegt einen Jungle reingeknallt, ist komplett dumm. Deswegen auf jeden Fall, maybe einfach mal die Treppe so machen, aber dann einfach rechts noch eine Treppe machen. Weil er denkt jetzt, ihr kommt links auf der Treppe. Hackt sogar maybe noch einmal an, bevor ihr die Treppe macht. Und dann jumpt ihr auch hier rein oder ihr geht dann wieder zurück und jumpt hier rein. Je nachdem, das könnt ihr machen. Aber versucht nicht direkt, wenn ihr eine Treppe placed, direkt auf der Treppe runterzugehen. Das ist wirklich der größte Fehler, den die meisten machen. Das sehe ich immer, immer wieder. Das nächste ist zum Beispiel, wenn ihr nicht direkt rein jumpen wollt. Zum Beispiel, wenn ihr keinen krassen Jump-Exploit oder sowas heißt es, ne? Kennt oder so oder nicht wisst, wie das funktioniert. Dann könnt ihr auch einfach ganz easy eine Treppe reinplacen oder eine Cone. In meisten Fällen mache ich immer eine Treppe beispielsweise. Ist egal, ob ich jetzt von der Seite oder so kurz komme. Wenn ich sehe, da hielt sich oder sowas, mache ich einfach mal so hier ganz risky manchmal. Und dann place ich immer eine Treppe in drin. Das ist egal, was du für ein Ping hast oder sonstiges, solange er die Wall hält und du siehst, da ist nichts drin, keine Cone, nix da, kannst du einfach, also scheiß mal auf die Wall, okay? Versuch nicht die Wall zu bekommen, versuch einfach die Treppe zu bekommen. Versuch wirklich einfach nur die Wall zu pickaxen und direkt eine Treppe reinzuplacen. Die bekommst die Treppe, obwohl er die ganze Zeit die Wall hält. Vertraut mir, das funktioniert. Und jetzt in den meisten Fällen, entweder geht der Gegner nach unten, wenn unten Platz ist, dann könnt ihr einfach runtergehen, könnt fullboxen, direkt wenn ihr die Treppe geplaced hat, nicht bevor der, bis der Gegner aufgehalten hat, sondern direkt wenn die Treppe geplaced hat, oder sogar der Gegner wird hier ausbauen, nach hinten. Also wenn der Gegner wirklich dumm ist, dann geht er nach hier beispielsweise oder nach dort. Und in dem Fall könnt ihr, bevor ihr die Treppe reinplaced, beispielsweise noch sowas bauen oder sowas. Dann habt ihr direkt einen Edit hier oder so. Könnt ihr auch das gleiche hier machen oder so. Aber in den meisten Fällen geht der Gegner wirklich nach hinten. Und wenn ihr die Treppe reingebaut habt, ist es in den meisten Fällen so oder so besser, wenn ihr direkt nach oben geht. Weil so habt ihr die ganze Vision auf der Box, wo er hingehen könnte. Also wir müssen uns das einfach mal kurz wegdenken. Also das ist ja, ja, das habe ich jetzt gerade dazu gebaut noch, aber der Gegner ist ja hier drin. Dann könnt ihr entweder hier einen Double Edit noch schnell holen, wenn er da rausgeht. Oder hier, zack, Double Edit, da Double Edit, Fullbox, zack. Ihr wisst, was ich meine. Ist auf jeden Fall alles smart. So kann man das ganz gut machen. Und das ist jetzt ein Fight gewesen oder anfangen zu fighten ohne Peaks. Allerdings kann man das auch noch ganz gut mit Peaks starten. Ja, bei den Peaks gibt es halt wirklich extrem krass Sachen. Dort im Spiel ist auch ein bisschen was mit Edit on Release. Weil viele wissen ja, mit Edit on Release kann man nicht so gute Peaks machen. Habe ich auch in meinem letzten Video ein bisschen erklärt. So ist es nämlich mit Edit on Release. Da muss man immer so noch draufbleiben auf den Fächern oder ein bisschen weggucken. Weil wenn man jetzt auf Blaue geht, dann ist er mit Edit on Release weg. Je nachdem, ich will jetzt auch nichts erklären. Jedenfalls kann man
aber nicht so geile Picks machen. Das ist auf jeden Fall ein Right Pick. Das sollten auch die meisten noch wissen. Das ist ein Standard Right Pick, den machen die meisten. Den sehe ich immer wieder beim Fight. So, wenn du einen die Wall holst, mach so, zack, zack. Aber die meisten machen einen dummen Fehler. Die editen, rennen in der Zeit aber noch dran. Und guck mal ganz kurz, in der Zeit, wo du noch dran rennst, ne? Also, Bruder, du bist ja komplett offen für den Gegner. Der kann einfach auch, die sieht sich auch und kann auch einfach mal jumpen und so machen. Das ist nicht wirklich der schlauste Peak, den du machen kannst. Schlauer hingehen sind sogar irgendwelche Fenster-Peaks, einen Cone drin placen, dann irgendwie für einen Right-Peak oder so gehen. Das ist schon schlauer, ist aber auch noch nicht das Schlauste. So, dann habe ich gerade gezeigt, wie man einen Fight beginnen kann. Nämlich, indem man das hier macht. Und dann kann man zum Beispiel dort das placen. Das ist ein crazy Right Peak. Der Gegner hat gar keine Chance, dich irgendwie zu sehen, wenn er dort hinten steht. Du kannst ihn töten, bevor er dich überhaupt sieht. Das ist extrem geil. Andere Right Peaks sind beispielsweise auch. Ist teilweise fast so ähnlich. Und das ist mein Lieblings-Right Peak. Du hast natürlich nicht in-game diese Boxen. Das hast du nicht immer. Aber wenn du hier ein Fenster reinmachst, hier ein Fenster reinmachst, kannst du ihn perfekt unter Kontrolle haben. Also das ist wirklich ein doppelter Right Peak für ihn. Für dich, okay? Dann müsst ihr euch vorstellen, ab hier kannst du ihn schon ungefähr treffen, okay? Und wenn ich jetzt mal ganz kurz zurückgehe, also ich stand hier ungefähr, okay? Noch vor diesem Blatt, also ungefähr hier, ja? So, ich gehe zurück. Und ich stand dort, okay? Ich stand dort hinter. Du hast einen doppelten White Peak. Checkst du, was ich meine? Und das ist krass. Das ist wirklich schon krass. Diese ganzen Peaks und sowas ist so ein großes Thema. Und wenn ihr wollt, kann ich dorthin gehen. Auf jeden Fall auch nochmal ein extra Video zu machen. Denn das Ganze kann man auch noch viel besser trainieren. Alles drum und dran. Das war jetzt aber eine kleine Einführung zu den ganzen Peaks schon mal. Wobei ich euch noch ganz kurz zwei wichtige Peaks zeigen muss. Weil die sind auch sehr wichtig in Fights, finde ich. Wir oft alle haben diese Situation. Der Typ ist hier oben. Und hier ist eine Wall oder sowas. Dann platziert er einfach ganz einfach den Boden hier. Und der Peak ist so crazy. Ihr wahrscheinlich kennt ihn alle. Ihr müsst halt bloß schnell handeln, wenn ihr seht, der Gegner ist da oben. Hat eine Wall geplaced, dann könnt ihr einfach ganz schnell eine Trap placen. Zack, Wall, zack, bam. Und dann könnt ihr ihn schon pieken. Ich habe jetzt gerade verkackt, aber dann so. Ich kann jetzt dann nochmal ganz schnell machen, ohne zu verkacken. Dann seht ihr, wie das aussieht. So, zack und zack. Headshot down, bam. Fertig. Anderer Peak ist, wenn ihr jetzt die Wall holt. Zack, habt die Wall geholt. Jetzt macht diesen Standard White Peak. Könnt ihr machen. Ist kein Problem. Müsst aber wirklich hier erstmal dahinter stehen. Und jetzt wegen der Treppe könnt ihr peaken. Hier oben links am besten, okay? Nicht hier unten rechts oder so irgendwo. Sondern oben. Man sieht euch wirklich nur minimal. Man sieht wirklich nur ganz kurz die Ohren von mir. Also der Gegner muss wirklich perfekt timen. Und das ist fast unmöglich, um euch zu hitten. Heißt, ihr habt wirklich eine gute Vision auf den. Könnt ihr perfekt hitten. Egal, wo er an der Box steht. Das ist wirklich eine gute Vision. Und weil ihr so unfassbar schnell seid, unten seid wegen der Treppe, ist halt extrem geil. Und hier seht ihr, es bringt gar nichts, wenn die Treppe so ist und dann ihr hier vorne einen Peak macht. Also das ist so keinen Sinn. Tatsächlich gibt es aber für jeden Peak immer einen Counter, okay? Die ganzen Counter werde ich jetzt nicht zeigen, aber ich zeige mal so ein, zwei simple Counter. Die sind auf jeden Fall die relativ besten. Wenn ihr zum Beispiel hier, wie ich gerade schon gehabt habe, wenn ihr angenommen hier Box seid, ihr habt eine Box, könnt nochmal expanden, alles drum und dran, ist relativ egal. Der Gegner versucht einen Right-Peak auf euch zu machen, ihr habt aber noch eine Box oder sonstiges, ihr könnt einfach den Gegner countern. Ihr könnt einfach so hingehen, der Gegner wird irgendwann aufmachen und ich sag mal so, ihr habt einen Right-Peak jetzt auf ihn, wenn er jetzt reinkommt. Ihr müsst nicht direkt so einen Editor mal reinmachen und versucht ihn irgendwie hier zu 50-50 mit einem Right-Peak, das ist auch nicht das Richtige. Dementsprechend wartet ihr einfach, bis der reinkommt. Ihr könnt auch einfach so machen, weil wenn er jetzt irgendwie versucht euch anzuschießen, wird es nicht klappen. Ihr könnt ihn hier jetzt anschießen, aber er kann euch hier nicht treffen. Ja, er kann zwar zoomen, aber er sieht euch nicht. Wisst ihr, was ich meine? Er kann euch nicht treffen. Ich stand dort beim blauen Marker. Bisschen weiter links, muss ich dazu sagen, weil ich habe den Marker in der Wand reingemacht. Aber ich kann ihn dort nicht treffen. Heißt, das ist ein guter Counterpick. Den könnte ich auf jeden Fall auch merken. Es gibt wirklich unfassbar viele Maps, wo man das practicen kann. Und ich finde so generell, Peaks macht man so zwischendurch. Aber ich versuche euch jetzt mal allgemein noch so ein paar Tipps zu geben. Und zwar ist das zum einen einmal, dass sie nicht cracked werden. Wenn du siehst, du bist irgendwie gerade auf 100... 2 HP oder sowas und du wirst irgendwie gerade gefightet oder sowas oder du wirst verfolgt oder so und willst aber ihn auch gar nicht fighten. Das Wichtigste in einem Fight oder generell im Endgame, egal wann, wo in Fortnite ist, dass du nicht cracked wirst. Sobald du cracked wirst, ist bei dem Gegner ein Ton erleuchtet, das grün leuchtet und im Gehirn steht wirklich ganz groß, jetzt unbedingt drauf. Heißt, spielt den Fight lieber ruhig runter, wenn ihr seht, ihr habt 102 Leben und noch ein paar Minis oder sonstiges und versucht wirklich nicht zu shaken oder so. Baut eure Boxen, alles drum und dran. Spielt lieber ein bisschen safe, anstatt zu aggressiv und wenn ihr seht, dass der Gegner kommt, wartet im richtigen Moment, macht einen White Peak Fullbox in maybe noch in der Zeit. So könnt ihr machen beispielsweise, ihr könnt alles machen, was ihr wollt. Ihr könnt auch ein paar andere Peaks noch machen, so ist auch ein White Peak. Ihr könnt auch, wenn der Gegner von oben kommt beispielsweise, hat man auch oft in der Situation, dass der Gegner sich irgendwie hochcrankt oder sowas, dann oben wartet und irgendwann will er runterjumpen beispielsweise. Jeder kennt es, irgendwann jumpt der Gegner mal runter, so beispielsweise. Und dann bist du hier unten. Das ist auch ein White Peak, weil immer wenn du nach rechts stehst und versuchst rechts zu peaken, ist alles ein White Peak. So kannst du den Gegner hitten, bevor er dich hitten kann.
Ist auch relativ smart. Genauso kannst du auch einfach so einen Right Pick machen. Das ist genau auch ein Right Pick. Ist nicht relativ smart. Also ist überhaupt nicht smart, aber kann man machen. Ist auch eine nice Sache. Also wie gesagt, dass wir mit Leben cracked werden, müsst ihr euch auf jeden Fall merken. Das ist eine wichtige Sache. Und auf jeden Fall nicht shaken in Fights. Das merken die Gegner wirklich. Natürlich gehört zu dem ganzen Stuff auch andere Sachen dazu, wie zum Beispiel Peace Control oder so, weil ich auch gerade gezeigt habe. Das gehört auch dazu zum Fighten. Insgesamt zum Fighten gehören so unfassbar viele wichtige Dinge dazu. Dementsprechend, wenn ihr nochmal eine zweite Folge davon sehen wollt, dann könnt ihr mir das gerne in den Kommentaren schreiben oder allgemein zu Peace Control, wenn ich dazu nochmal ein Video machen soll. Whatever, schreibt es mir gerne in die Kommentare, dann mache ich das auf jeden Fall. Und abonniert auf jeden Fall den Kanal. Plus aktiviert die Glocke, um diese Videos dann nicht zu verpassen. Ist ganz wichtig. Jetzt machen wir aber weiter mit dem Video, beziehungsweise mit den Maps, wo man das Ganze üben kann. Und wir starten erstmal rein in die erste Map. Die sollten wir alle kennen. Dementsprechend fangen wir erstmal relativ simpel an. So, die erste Map ist die von Reason. Das ist die Vekia Map 1v1 gerade. Die gibt es auch in 2v2. Und hier ist einer mal low. Das bin ich jetzt gerade. Und jetzt muss er versuchen, mich zu killen, wenn er volle Leben hat. Und ich muss unter Druck versuchen, abzuhauen. Da wird es natürlich nicht cracked werden, ne? Und versuchen trotzdem den Fight noch zu gewinnen, obwohl ich low bin und sowas. Und er hat immer noch alles, alle volle Leben und so. Jetzt White Peak hier. Okay, er ist ein guter Spieler, das sieht man auf jeden Fall. Mit ein paar White Peaks ist das aber maybe wirklich. Ich spiele gerade auch nicht gut, muss ich dazu sagen, ne? Aber ja, der Spieler ist auf jeden Fall gut. Also auf jeden Fall eine gute Map, wo man das Ganze practicen kann. Beispielsweise muss ich ihn jetzt keen, er ist low. Und so kann man das Ganze gut trainieren. Auch das ist auch wirklich gut für Ingame. Denn es ist ja auch realistisch, dass mein Gegner low ist oder so. Oder man selber mal low ist. Beispielsweise habe ich ihn jetzt geholt. Jetzt bin ich aber wieder low. Jetzt muss er mich wieder keen. Ist wirklich ein nice Prinzip. Das Gleiche gibt es, wie gesagt, noch in 2v2, wenn man das mit seinem Doommate üben möchte. Dafür gibt es einfach W-Key hier ein und dann findet ihr beiden Maps schon. Das nächste spreche ich jetzt nur an und gehe nicht rein, weil es wäre einfach Zeitverschwendung, denn es ist eine normale 1v1 Realistic Map. Es gibt wirklich tausende Maps davon mittlerweile schon hier in der 1v1 Realistic Map. Es gibt Speed Realistics, kann man auch zocken. Hier Realistic, da, ihr wisst schon alles drum und dran. Von mir aus auch ein Duo, Trio, Solo könnt ihr alles drum und dran spielen. Ihr gebt einfach oben 1v1 Realistic ein hier und dann habt ihr das Ganze auch schon gefunden. Sowie aber auch diese Zone Wars Map extrem, extrem gut ist. Ihr seht hier die Zone Wars Map, könnt ihr wie gesagt auch einfach den Titel eingeben. Ich blende mal ganz kurz meine Facecam aus. Hier seht ihr das Ganze und dementsprechend kann man dort auch sehr, sehr gut diese ganzen Sachen üben. Das ist wirklich eine gute Map, um im Creator zu fighten. Versucht am besten auch immer nicht gegen die schlechtesten Leute zu fighten, um sich zu verbessern, sondern eher gegen bessere, um von denen beispielsweise auch was dazu zu lernen. Man verbessert sich nämlich nicht so krass, wenn man nur, sage ich mal, gegen etwas Schlechtere spielt, sondern eher, wenn man gegen bessere spielt. Was heißt eher, man verbessert sich, wenn man gegen bessere spielt. Und in der letzten Creative Map würde ich sagen, gehen wir jetzt nochmal gemeinsam rein. So, wir sind jetzt nämlich auf der Realistic PvP Map und hier sind ganz viele Spieler drauf. Oben kann man sich natürlich sein Layout auswählen. Ich habe jetzt so irgendwelche Waffen von letzter Season. Ist auch ein bisschen unlucky. Aber es gibt ja auf jeden Fall die neuen schon. Die liegen auch hier. Nehme ich mal ganz kurz. Und das Geile bei so einer Map ist halt, dass hier wirklich so viele Gegner sind. Und das ist ja auch in-game so. Es gibt ja auch Szenarien in-game, wo nicht nur ein Gegner ist. Dementsprechend, wo man auch mal, wenn man fightet oder so, dass man mal um sich herum auch zubauen muss oder sowas. Jetzt habe ich einen Box, zack. Ich bin der Meinung, hier kann man auf jeden Fall eine ganz gute Awareness dazu bekommen, wenn man das so spielt. Ja, und dann eben bestmöglich fighten. Ihr seht, da ist übelst viel los. Jetzt, wo ich beispielsweise Peace. So kann man auch mal practicen. Jetzt habe ich ihn unter Druck gesetzt. Er kommt von zwei Seiten. Heißt, hier kann man auf jeden Fall echt gute Sachen eingehen. Sei es nicht nur Peaks, sondern auch Sachen, wo man unter Druck ist. Ihr seht ja, es ist wirklich echt eine gute Map, um zu practicen. Und so kann man auch gute Fights mal entkommen in-game. Wenn man das hier gut macht. Gut den Gegner voraussehen. Jedenfalls soll es auf jeden Fall erstmal gewesen sein. Ich denke auch, dass ihr erstmal alles verstanden habt, was ich gesagt habe. Wenn nicht, dann lasst es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Dann helfe ich euch auf jeden Fall nochmal bei irgendwelchen Sachen, wenn ihr nichts Bewusstes wusst. Digga, Sprachenlernbubble. Aber ihr habt auf jeden Fall gesehen, ich habe den Gegner gerade gelesen und somit konnte ich ihn töten. Ist auf jeden Fall eine sehr nice Sache. Um die nächsten Videos der Daily Practice Reihe nicht zu verpassen, lasst auf jeden Fall jetzt schon mal ein Abo da und aktiviert die Glocke, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und das ganze Projekt natürlich noch zu unterstützen, würde mich ein Like freuen. Creator Code Tries in den Item Shop eintragen und dann bis morgen und rein. Ciao, ciao.